Der Unitag ist vorbei und es geht ab ins Gym. Wir trainieren heute Brust und ich zeige euch gerade mein aktuelles Brusttraining und genauso den Fehler, den ich die ganze Zeit gemacht habe, dass ihr den nicht auch noch wiederholt. Wie fängt man eine gute Brusteinheit an? Das hätte ich noch fast vergessen, Freunde. Zum Schluss gibt es noch ein Post-Workout-Meal, also gerne dranbleiben, um nichts zu verpassen. Natürlich mit einem geilen Booster, deswegen zeige ich euch hier was. Wir haben hier nämlich den übelgeilen Pre-Workout von Evoke. Gerne mal abchecken im Geschmack. Bärenmix gibt es auch in Mango Maracuja. Heute knall ich mir den. Sehr, sehr geil. Mit meinem Code Add 10% sparen. Ihr wisst Bescheid. Eine Portion sind 15 Gramm, Freunde. Wir wollen ja nicht mit dem Koffein übertreiben, weil es ist schon 16 Uhr. Ja, man muss es nicht auf die Spitze treiben mit Koffein am Abend. Auch ein Appell an euch gerade, ja. Ist zwar ein Pre-Workout, ja. Und ist mit Koffein und ist geil. Aber wenn ihr irgendwie so eine Abhängigkeit habt, dann kommt mal ein bisschen runter. Komm mal runter. Man muss nicht immer übertreiben, ne. Komm runter. Also auch ab und zu mal auf den Pump Booster zurückgreifen. Und Evoke bringt auch bald einen raus, deswegen seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber nach dem Arbeitstag so Booster anmixen, dann so zum Gym fahren, ist schon geil. Also auf euch, ne, auf ein gutes Training. Oh, Digga, geschmacklich, das ist immer ein Erlebnis. Ich bin extrem gespannt, wie das Training wird, weil gerade esse ich nicht so viele Carbs und die Pumper unter euch, ja, kennen es, wenn man nicht so viele Carbs geladen hat, dann ist das Training ja immer nur so semi-geil. Aber wir machen das Beste draus. Ziel sind heute die 42er mindestens 8-mal zu drücken. Letztes Mal ging's, also 7-mal. Und mal schauen, ob ich eine Steigerung schaffe. Junge, diese maximal braune Banane vom Training darf auch nicht fehlen. Weil ihr wisst, ne, schnelle Kohlenhydrate vom Training ist gut. Pusht euch, ne, dann seid ihr nicht so schlapp, vor allem nach so einem langen Arbeitstag. So sieht das Ganze hinter der Kamera aus, was geht ab? Gymfit sitzt. Das ist übrigens das Outfit, womit ich damals gepackt habe, die 50er zu drücken. Bestehend aus Dunks, einer Nike Shorts und diesem richtig geilen Gymshark-Oberteil. Ist so eine Oldschool-Collection. Seit Tag 1 dabei gewesen, ja, bei Gymshark. Damals gab es ja noch so Gym-Junkie und sowas, dann noch irgendwas mit diesem Shredded von Karl S. 99% von euch! Ich weiß nicht, ob ihr noch was dieser Zeit seid, aber... So, schon lange dabei und ja, Gymshark immer bewährt, immer da gewesen, immer treu geblieben, ja. Sehr geile Brand, also könnt ihr gerne mal abchecken. Ich habe mir nämlich ein Format überlegt, dass ich euch einfach mal ins Gym mitnehme und da zeige, wie meine Kraftwerte so sind, wie ich so trainiere. Vielleicht kann sich der eine oder andere inspirieren und sowas und ein paar Ratschläge einholen. Ich mache das Ganze ja auch schon ein bisschen länger. Klar, ich bin jetzt kein Bodybuilder und so, aber den einen oder anderen Tipp kann ich ja schon geben. Deswegen auch vielleicht, weil es interessant ist, zu sehen, ob einer dann Progress macht oder was er macht, um Progress zu machen. Und ich bin ja selber gespannt, wie es dann nach dem Cut aussehen wird, wie sich dann mein Körper entwickelt, wie sich die Kraftwerte entwickeln und so. Auf jeden Fall war damals meine stärkste Übung halt Kurzhantel Schrägbank drücken. Da habe ich die 50 mal 6 gedrückt, also 6,5 waren das, der letzte zählt nicht. Ja, und ich will auf jeden Fall höher, ne? Ich will die irgendwann mal 12 mal packen. Ziel wäre schon netti, die 60er zu drücken und das ist schon so auf der Bucketlist und nicht nur einmal, sondern auch auf Reps, vernünftig. Und ich denke mal, wir sind da guter Dinge, das zu erreichen dann später im Aufbau. Und an die denken, irgendwie krasser Krafteinbruch in der Diät. Ja, am Anfang, das ist aber viel Kopfsache, weil ihr werdet später sehen. Also ich bin selber gespannt, ich will jetzt nicht so viel labern und dann am Ende voll abkacken im Training. Aber das ist so, ich habe in meinem Kopf so, nein, jetzt habe ich zu wenig Kalorien gegessen. Jetzt kann ich nicht mehr genug, also vernünftig trainieren. Jetzt kann ich nicht genug drücken und sowas. Das ist Schwachsinn. Also jetzt, das ist jetzt knapp ein Jahr her mit der Diät und so. Und wie ich eben gesagt habe, die 50er habe ich gepackt, 6-mal. Ja. Und danach ist, also wo ich angefangen habe, war ich dann nur bei 38ern und so. Und jetzt mittlerweile, 15 Kilo knapp weniger, bin ich bei 42ern wieder, ne? Im Topset. Deswegen, also ganz, ganz viel ist immer Kopfsache. Denkt immer dran. Nicht nur im Training, auch insgesamt im Leben. Mindset. Arbeitet an eurem Mindset. Arbeitet an eurem Körper. Und dann wird das Ganze. Mindset auf die 1, Alter. Das Ziel für heute, die 42er mal 8, habe ich gepackt im ersten Satz. Ich habe ein bisschen gechoked dann beim letzten, da habe ich die Balance verloren, aber ich bin super zufrieden. Also, wie ich gesagt habe am Anfang, das ist Kopfsache in der Diät, auch wenn die Kalorien nicht so voll sind und man sich nicht prall fühlt oder zu wenig Carbs hat, das geht trotzdem. Als zweite Übung mache ich die Brustpresse geführt, ja, da mache ich nur 2 Sätze aktuell. Und der Fehler, den ich am Anfang meinte, den ich gemacht habe, wo du den nicht machen sollst, ist, dass ich nicht balanciert trainiert habe. Also ich habe zu viel Brust trainiert und jetzt habe ich halt eine Disbalance, davon habe ich Rückenschmerzen bekommen und so weiter. Deswegen mache ich das gerade
gerade so, dass ich die Brust ein bisschen vernachlässige, weil die von dem Zuwachs her eigentlich ganz gut ist und überproportional. Und guck, dass ich jetzt die Schultern und den oberen Rücken hinterher auf das Level bringe. Weil sonst, wenn man Disbalancen hat und sowas, kriegt man Rückenschmerzen und dann macht das Leben auch keinen Spaß. Deswegen denkt immer dran, nicht immer stumpf den Trainingsplan, den ihr immer hattet, immer durchziehen, weil so war das bei mir wirklich 1,5 Jahre. Ich habe fast jeden Tag, also ich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, habe ich immer dasselbe gemacht und irgendwann ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist. Schultern vernachlässigt, Trizeps vernachlässigt und Giga-Chest bekommen. Giga-Chest in Anführungszeichen, aber so ist einfach... Es muss von der Gesamtform einfach stimmen. Und damit das Ganze auch in Form ist, geht es hier weiter mit dieser guten Seithebemaschine aus meinem Gym. Ich habe mich echt in die verliebt, fühle ich richtig, richtig gut in der seitlichen Schulter. Bei dieser gehe ich so vor, dass ich ungefähr mit 70% von meinem Arbeitsgewicht mich aufwärme in einem Satz und dann geht das schon richtig los. Dann mache ich 4 Arbeitssätze. Ich mache wenig Pause, 1 bis 1,5 Minuten und dann sollte das Ding schon gehen. Topset war an dem Tag 50 Kilogramm mal 10. Richtet euch nicht nach dem Gewicht anderer, das sage ich nur, um mein Gewicht zu tracken. Bei der Ausführung versuche ich wirklich die Arme ungefähr im 30-Grad Winkel vom Körper nach oben weg zu bewegen, mir dabei vorzustellen, aus den Schultern zu heben, das ist ein sehr guter Trick, dabei die Schulter immer richtig anzusteuern und dann auch langsam wieder zurück, also die exzentrische mitnehmen. Ganz am Ende, wo ich keine ganzen Wiederholungen mehr schaffe, ist das nicht schlimm, da mache ich immer noch ein paar Partials, das sind diese Half Reps, damit reize ich die seitliche Schulter vollkommen aus. Anschließend habe ich mir dann noch den kompletten Finisher mit freiem Seitheben gegeben, da auch genau dasselbe versuchen, aus dem Ellenbogen hochzuziehen vor den Körper. Und das Ganze habe ich dann so gemacht, dass ich 2 Sätze sitzend gemacht habe und 1 Satz stehend. Und schon sind wir bei meiner aktuellen Lieblingsübung für den Trizeps, nämlich Trizepsdrücken hinter dem Kopf frei. Diese versuche ich relativ schwer auszuführen und arbeite da in einem Wiederholungsbereich von maximal 8 bis 10 Wiederholungen. An dem Tag habe ich ein PR aufgestellt mit 40 Kilo mal 8 in 2 Sätzen und da habe ich mich richtig, richtig gefreut. Bei der Ausführung gehe ich dabei so vor, dass ich das Gewicht langsam nach unten lasse und explosiv ruckartig nach oben schieße. Quasi genauso intensiv, wie du jetzt den Daumen für dieses Video nach oben schießt, wenn du es nicht ohnehin schon gemacht hast. Kommen wir jetzt zur nächsten Trizepsübung, die mache ich auch ganz gerne, auch mal nicht so ganz sauber, mit viel Schwung und explosiv. An dem Tag hatte ich einfach Bock darauf, manchmal muss das auch sein. Balance is key, Freunde. Bei dem Griff irgendwie, ich versuche nicht meine Arme irgendwie einzudrehen oder so, also meine Handgelenke, ich lasse sie einfach gerade, ziehe das Ganze nach oben und versuche dann so langsam wie möglich nach oben zu kommen. Und davon im Wiederholungsbereich arbeite ich 10 bis 12 Wiederholungen, im ersten Satz meistens so 15 und dann die letzten 2 hinterher mit maximal 12. Also, dass ich maximal nur 12 schaffe, kann ich euch auch immer raten. Immer das Gewicht so wählen für einen perfekten Muskelaufbau, bis ihr maximal so 12 Wiederholungen schafft. Kommen wir nun zu meiner letzten Übung, den Trizeps-Finisher. Ich nenne die gerne Ghetto-Dip. Ja, und das Ganze mache ich dann einfach manchmal draußen, manchmal drin. Das könnt ihr auch zu Hause machen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr geile Übung und damit könnt ihr, kommt drauf an, wie nah ihr eure Handgelenke beieinander tut, entweder die vordere Schulter mehr treffen oder mehr den Trizeps. Und das Ganze kann man auch natürlich, wie ich das hier mache, mit Zusatzgewicht machen und da reizt ihr den Trizeps wirklich vollkommen aus. Von dieser Übung mache ich auch 3 Sätze, wo ich das Gewicht so wähle, dass ich maximal nur 12 Wiederholungen schaffe. Und jetzt ist das Training durch und ich zeige dir ein richtig geiles Post-Workout-Meal. War heute so ein Tag, da fühle ich mich übel schwach und keine Ahnung, das Training, das war, ich habe zwar die 42er gepackt, aber es war trotzdem irgendwie nicht so, keine Ahnung, der Pump war schon da, aber nicht so, wenn Carbs im System sind. Also der Booster, der wirkt auch am besten, wenn alles passt, ne? Aber ansonsten, vor allem jetzt, ich weiß nicht, die Pumper, die kennen das, wenn man sich so übel schmal fühlt wieder, eigentlich gut trainiert und sowas. Aber manchmal kickt das dann wieder rein. Aber ja, so ist das. So ist das eben manchmal. Machst du nichts. So schnell und einfach kann ein Post-Workout-Meal direkt nach dem Training gehen. So, jetzt habe ich hier mein Post-Workout-Meal endlich fertig. Mit dem Film hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt wunschlos glücklich. Hier das hier, ne? Also die Magertopfen oder Magerquark mit ein bisschen Lion Cereal. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, wie wenn du das mit Vollfettmilch oder so machst. Aber mit hier Magertopfen und sowas, wenn du ein bisschen Wasser dazu tust. Tschüss. Junge, wieder kein Deutsch. Dann passt das Ganze eigentlich und geschmacklich geht das auch vollkommen klar. Dann habe ich hier... Alter, was richtig, richtig geiles. Low Carb Tortilla Wraps gibt es so leider nicht in Deutschland, beziehungsweise nicht im gängigen Supermarkt. Die sind aus USA und da hat so ein ganzes Wrap. Also das schmeckt wirklich wie komplett frisch. Ne? Also hier in Deutschland gibt es insgesamt keine Wraps, die überhaupt annähernd an so einen Geschmack kommen wie von denen. Und die haben pro Wrap, ne, das sind 40 Gramm,
oder 42 Gramm, 60 Kalorien nur und also fast zero Kohlenhydrate, das ist geisteskrank. Mit ein bisschen Chicken und sowas. Diese Mahlzeit würde sogar fast als ketogen durchgehen, weil wir haben ja hier in dieser Mahlzeit die Carbs. Das Ganze wird sich jetzt gegönnt, wir machen einen Geschmackstest von diesem Wrap. Heftig. Wenn ihr mehr so Rezepte sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, so Post-Workout-Meme-mäßig. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt stabil.